Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier bei dem Chaos zu relativ später Stunde mit tierischem Magenschmerzen und einer neuen Folge Cyberpunk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir befinden uns mal wieder auf dem Weg zu einem Punkt, wo wir nicht wissen, was uns da erwartet. Und zwar hat uns Carrie nach einem sehr spannenden Abend mit dem Abfackeln eines fremden Bootes hier abgesetzt. Und dort haben wir eine Nebenmission, zu der wir uns jetzt aufmachen. Ich wünsche euch da draußen viel, viel Spaß. In der letzten Folge hatten wir ja einen derben Bug, der uns so ein bisschen die anfängliche Mission ein wenig verdorben hat, versaut und versüttelt. Hoffen wir nicht, dass das jetzt uns nochmal irgendwie zum Verhängnis wird oder was Neues passiert, sondern gucken, was uns da erwartet. Sehr, sehr gering, ne? Das kann wieder irgendein Typ sein, der Hilfe braucht oder irgendwas anderes. Ich bin gespannt. Also diese Fragezeichen-Mission finde ich bis jetzt immer richtig, richtig spannend. Meter. Oh mein Gott. Könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der irgendwie so Penisprobleme hatte? Aber hier ist doch ganz normaler Überfall. Wo wollte ich genau hin? Warte. Ja, ist wieder getan. Ah. Wir sind wieder zusammen. Aber wir waren doch hier schon mal. Kommen wir jetzt rum? Echt jetzt? Also, tu das immer zuerst. Dabei bin ich doch nicht. Mann! So, gut. Könnt ihr euch noch an diesen Automaten erinnern? Aber an Leute wie ihn ist das verschwendet. Ich muss jetzt gehen. Theo. Danke, dass du meinem Geheul zugehört hast. Ich wette, selbst Donald Lundy futtert manchmal kübelweise Eis auf einmal und verbraucht Berge von Taschentüchern. Oh, Brandon, du bist der netteste Typ, den ich kenne. Bis später. Wer kann sich noch an... Hey, warte. Wer war das Mädchen, mit dem du geredet hast? Oh, du meinst Theo? Sie ist meine allerbeste Freundin. Was? Ah, sie ist so lieb und hübsch. Ah, und sensibel. Brandon is in love. Ich rede gern mit ihr. Es ist schöner, als immer nur Karamellkaffee aufzubrühen. Ich glaube, Leute nach Aussehen und Gefühlen zu beurteilen, geht über deine Fähigkeiten hinaus, oder? Blödsinn. Wenn ich die Leute nicht analysieren könnte, woher sollte ich denn wissen, ob ich einen Chai Latte oder eher einen Mochaccino empfehle? Du sagtest, du magst manche Leute mehr als andere und denkst dir Witze aus. Du kannst wirklich fühlen. Oh, hör schon auf. Ich werde sonst noch rot. Was bedeuten würde, dass ich überhitze und meine Leitungen durchbrenne? Nicht auszumalen. Das ist schon so lange her mit Denke dem. Denke ich auch. Wir sehen uns, Brandon. Das war's? Ich glaube ja. Aber es ist immer noch markiert mit wer weiß, was sich hier erwartet, ne? Aber es ist vorbei. Ja, könnt ihr euch noch an Brandon erinnern? Könnt ihr euch noch an den erinnern? So, suchen wir einfach was Neues auf der Karte oder nehmen wir was, was wir schon haben? Guck mal, hier haben wir doch zumindest was. Finde den Cyberpsycho. Hier hätten wir noch eine Nebenmission, aber ich glaube, da fahren wir hin. Der Weg ist zu weit. Wenn ich jetzt hier oben nichts irgendwie... Doch, hier oben hätten wir noch was. Übergabeort. Okay, da hatten wir sowas. Oh, warte mal. Ich habe doch was gesehen. Hier oben. Okay, probieren wir. Tschüss, Brandon. Ach, Mensch. Ich liebe das. So, was sagt unser Konto? Unser Konto sagt 94.000. So, auf geht's zum nächsten Punkt.
finde diese Fragezeichen immer so ultra spannend. Weil das kann gefühlt alles sein. Das kann einfach mal sein, Kaffeeautomat, der mit dir quatscht. Eine Waffe, die hinterher mit dir quatscht. Konzerne, den ihr befreien müsst. Das kann gefühlt alles einfach sein. Wow, Torkel. Der war mitten auf der Straße, ne? Was ist denn hier? Schlangenlinie fahren. Lang, da lang. Northside. Ah, nee. Ich weiß noch nicht. Was? Ich interessiere mich für was? Was? Zane Jagger. Wie? Ich kann dir gar nicht oft genug danken. Und meine... wir fahren immer noch weiter, kann sein. Ja. Ah, egal. Also, sie hat uns geschrieben, wir wollten es gerade lesen, aber irgendwie sind wir während der Fahrt, haben wir festgestellt, keine kluge Idee. Aber es wurmt mich jetzt. Wer hat mir denn da jetzt geschrieben? Wer hat mir da jetzt geschrieben? Warte. Warte, wer war das? Hier. Wie, ich kann dir gar nicht oft genug danken und meine Dankbarkeit kommt in der Form eines Rabattgutscheins. Komm bei Jinguji. Ah, der Überfall. Komm bei Jinguji vorbei und wir suchen dir was aus, was so richtig Nova ist. Jetzt gleich, wenn du willst. Oder in einer Stunde. Ich werde ja nicht so lange in deiner Schuld stehen. Übrigens, interessierst du dich für Gerüchte? Ich habe ein paar sehr interessante Sachen über die MaxTech-Polizistin erfahren, die uns befragt hat. Okay, schieß los. Sie heißt Melissa... Was? Nee. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen hatte. Also bin ich das Archiv von N54 News durchgegangen. Und siehe da, sie war ein Cyberpsycho. Am 10. Januar hat sie 14 Menschen umgebracht. Sie heißt Melissa Rory. Sie haben sie umkonditioniert und sie dann gezwungen, MaxTech beizutreten. Irgendwie ironisch, oder? Also... Ach du Scheiße, und die machen sich keine Sorgen, dass sie nochmal ausrastet? Sie wirkte fast schon begeistert von diesem Blutbad im Laden. Solange sie mich von diesen Psychos beschützt, kann sie dabei so viel Spaß haben, wie sie will. Nun ja, ich sehe dich dann demnächst in meiner Oase der Eleganz. Alles klärchen. So. Diese Nachricht mussten wir doch einmal lesen. Ja, der Überfall letztens, ne? Wo wir reingeraten sind... ...800 Meter bis zum Ziel. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Das ist ja auch wieder sehr, sehr niedrig. Aber hier rechne ich jetzt nicht mit dem Kaffeeautomaten. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass da jemand steht. Oh, Kampfdrohne. Oh mein Gott. Hawk. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen anders lang fahren, als ich eigentlich fahren wollen würde. Da stand einfach jemand. Mann, das tut mir voll leid. Gut. Okay, gucken wir mal. 60 Meter. Was? Wie? In Northside ist gerade die Hölle los.
Und jetzt haut Melstorm offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Unter der Erde? Moment. Um die Brücke ist sonst keine Gangaktivität, handelt sich also kaum um einen Racheakt. Scheint mir eher so, als ob einer der Malstrümer einen beschissenen Tag hatte oder seine Implantate zu weit aufgedreht hat. Lässt sich bei denen immer schwer sagen. Ich weiß nur, dass der Rest zur falschen Zeit auftauchte und das Massaker seinen Lauf nahm. Ich tippe auf Cyberpsychose. So blutig sind nicht mal die heftigsten Willkommensgrüße von Malström. Okay. Sprengstoffanalyse. Finde den Cyberpsycho. Sah jetzt gar nicht unbedingt nach so einer Mission aus, ist aber jetzt auch nicht schlimm. So, wir atmen doch mal eine Runde. Sieh mal einer an. Schock. Okay. Spannendes Gebiet auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben es gefunden. Neutralisieren heißt umbringen, ne? Pass auf, dann. Sieht ja auch schon wieder crazy aus. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt wirklich war. Leb wohl. Tamara, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen, seit die mich geschnappt haben. Ich weiß, dass du nach mir suchst und bestimmt findest du mich früher oder später. Aber ich weiß nicht, wie ich es dir leichter machen soll. Ich glaube nicht, dass ich es ins Netz schaffe. Hätte dir zuhören sollen, als du mir mehr darüber erklären wolltest, aber jetzt bin ich im Arsch. Ehrlich gesagt glaube ich eh nicht, dass du mich noch wiedererkennen würdest. Ich erkenne mich selbst kaum. Sollte mir einfach eine Knarre in den Mund stecken und diesem Albtraum ein Ende bereiten. Ich bin eh ein Monster. Jetzt? Scheiße, die Gang will mich bestimmt auch nicht mehr haben, außer ich ziehe mir einen Sack über den Kopf. Ich habe so riesige Schaufelhände und abstoßende rote Augen. Ich denke die ganze Zeit an deine Kumpel, die mich immer vor dir schlecht geredet haben. Die gesagt haben, du sollst dich nicht mit einem Valentino einlassen, weil er dich eh bloß für wen anders verlässt und spurlos verschwindet. Die werden sich jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich hab's dir ja gesagt rufen. Aber das stimmt alles überhaupt nicht. Das macht mich alles völlig lako, so als würde mein Schädel gleich explodieren. Der Druck steigt und steigt und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn es zu viel wird. Schicke Regina eine Nachricht über die Cyberpsycho-Attacke unter der Erde. Strange. Wo haben wir sie denn? Regina. Wo war sie denn? Ganz oben vielleicht? Warte. Regina. Da. Hier. So. Unser Junge war Valentino, nicht Malström. Hat sich wohl Feinde. Uah, zu viel Text. Hat sich wohl Feinde bei den Borgfressen gemacht. Und die dachten sich, sie feiern dieses Jahr etwas früher Bescherung, haben ihn wie ein Sünd Weihnachtsgans mit Implantaten vollgestopft und dann nur gewartet und zugeguckt, wie er durchdreht. Würde mit jedem passieren, der so schnell gechippt wird. Der Körper hatte nicht genug Zeit, um sich an die Cyberware anzupassen. Und er wurde zu einem Psycho. Zum Glück hatte er noch etwas Kontrolle über sich. So konnte ich ihn still ausschalten.
Sieht aus, als ob unser Junge sich nicht mal reizen musste. Vor einer Weile hat Malmström verbreitet, dass sie Freiwillige für den Test von neuer Cyberware suchen. Hat sich natürlich niemand gemeldet, also haben die Borgfressen einfach Leute von der Straße aufgesammelt. Die Valentinos haben schon eine Weile nach dem Jungen gesucht, nicht zu vergessen der Runner, der seine Datenfühler im Netz ausgestreckt hat, um ihn zu finden. Jedenfalls muss er sich irgendwann befreit und um sein Leben gekämpft haben. Und die Malmströmer haben das Ergebnis ihrer Forschung am eigenen Leib erfahren. Mit der Aktion haben sie sich prächtig selbst in den Arsch gefickt. Echt gut, dass du den Kleinen ruhig stellen konntest. Er ist noch jung, mit der richtigen Hilfe kann er lernen, mit seinem neuen Zustand umzugehen. Gut, dass wir ihn umgenietet haben. Ja. Gut, also das war auch diese Mission. Und wir können jetzt tatsächlich unser Scharfschützengewehr beiseite stecken. Wir sollten mal... Achso, siehste, ich wollte... Ich wollte noch mal eben schnell gucken, wie viel Munition wir haben. Siehste, wir wollten Scharfschützen-Munition, also wir wollten sie entweder, wir können sie doch auch herstellen, oder? Ist das bei Verbrauchsgütern? Ja, warte mal, das ist Gewehre, Pistolen, Schrotflinten, Scharfschützen. Gut, aber da können wir nur 8 herstellen. Nein, ich wollte gerade sagen. Dann lass uns doch gleich 100... Wollen wir 190? Ja, komm. So. Gut, gut, gut. Habe ich nicht 129 hergestellt? Die waren irgendwie jetzt noch nicht so vorhanden, oder? Okay, hier ist ein explosiver Server. Ich suche nach Geld. Ist ja auch ein spannendes Take, oder? Boah, hier ist ja echt dunkel. Also wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Ein paar Kröten zum Beispiel. Das ist ein großes Gebiet, ne? Hätte man da so viel Zeit verbringen können? Echt? Gut, bei uns war es jetzt eher kurz und schmerzlos. So, archiviertes Gespräch. Vinnie Ray und Herb Payne. Wir haben Rudolf heute das ganze Chrom verpasst. Rudolf? Er war ziemlich durcheinander danach, aber jetzt schläft er ganz friedlich. Oh Mann, kannst du dir vorstellen, wie dumm diese Tinos gucken werden, wenn wir ihnen den vorbeibringen wie ein trojanisches Cyberpferd? Ey Mann, das ist so krass, Nova. Ich würde am liebsten durch seine Optik zugucken, wie er die in Hackfleisch verwandelt. Schick dir übrigens die neue Ausrüstung rüber. Sag mir Bescheid, wie unser Trojaner sich macht, weil ich das Zeug selbst installieren will. Ich habe ihm ein paar echt geile rote Kiroshis eingebaut. Ganz ehrlich, jetzt sieht er fast aus wie einer von uns. Will ihn gar nicht mehr zurückgeben. Oh, wie fies. Und dafür hat er sie alle niedergemetzelt. Karma. Einfach nur Karma. Und ich fürchte, mein Gepäck ist gleich überfüllt, ne? Das fürchte ich ja. Aber ich gucke natürlich brav, was es hier alles noch Schönes gibt. Ob es noch irgendwas gibt. Ja, safe gibt es hier noch Sachen. Weil wenn hier so viel Zeugs rumsteht, da ist ein X, da ist der Schatz. Richtig unsympathisch, ne? Und dann kommt irgendwann einer. Boah, dann zucke ich ja wieder zusammen. Aber guck mal. Weil hier sind ja zumindest noch ein paar Sachen gelegentlich, die man einsammeln kann. Auch gar nicht so die blöden Sachen.
Und dann haben wir ja hier jetzt die Güterzüge, wo wir aber tatsächlich gar nichts mitmachen können, ne? Schade. Nee. Ich laufe mal kurz noch ein bisschen rein. Aber... Ah, okay. Oh, warte mal. Da steht jemand. Und da oben kann ich... Moment. Das war's. Nein, nein, nein. Doch, das war's tatsächlich. Also Beweismaterial sichern. Gut, so, pass auf. Da war jetzt ein Gespräch dabei. Viele waren es ja jetzt gar nicht. Das Ganze ausmachen. So, archiviertes Gespräch. Gord und Akari. Okay, das glaubst du nie. Dieser Zug, den wir abgecheckt haben, halte ich fest, vollgestopft mit Runner-Ausrüstung bis an die Decke. Ich rede hier von Chips, Anzügen, Kabeln, der ganze Scheiß, ja? Brauchbar? Scheiße, nagelneu, als käme das Zeug direkt gestern aus der Fabrik. Okay, ich suche einen Käufer, vielleicht die Voodoos. Kein großer Fan von denen, aber für die wäre das das Richtige. Ist ein Versuch wert. Okay, habt einen Deal. Packt die Rüstung zusammen, ich schicke gleich die Koordinaten. Aha, aha, aha. Meinst du, sind noch mehr von denen? Vielleicht. Auch schön, wie es wegglitscht. Fantastisch. So, eigentlich war das ja jetzt gar nicht geplant, hier hinzulaufen. Und ich habe Übergepäck. Ich lieb's. Okay, pass auf. Das heißt, wir müssen in den Rucksack rein und... So, das sollte erstmal ein bisschen reichen. Okay. Die Container sind alle zu, glaube ich. Ja. Hier ist doch auch irgendwas im Busch vielleicht. Ich verwirr's immer, wenn die Mülltonnen so leuchten. Okay, und hier ist der Güterbahnhof zu Ende, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, was machen wir? Lass uns mal ins Journal gehen. Also, Nebenmission oder Auftrag? Stimmt, die haben wir auch noch, die wir machen wollten. Dann haben wir noch ein paar Aufträge. Oh, Aufträge haben wir tatsächlich wirklich viele. Vermisst. Das war die Geschichte. Vermeide Kämpfe, aus dem Verkehr gezogen. Wo es weh tut. Ah, das war das Dojo, ne? Wir können natürlich auch einfach nochmal auf der Karte gucken, ob wir irgendwas finden. Ich bin jetzt gerade momentan... Also heute bin ich gerade so irgendwie Fan von... Lass uns mal gucken, wo wir hinkommen. Dann lass uns mal zu diesem Punkt gehen und ich bin gleich wieder da. So, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück
zur späten Stunde. Also bei mir ist es, wie spät haben wir es jetzt? 21.46 Uhr. Ich bin kurz nach 4 aufgestanden, deswegen bin ich auch schon so ein bisschen im Kopf, ne? Okay. Also, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und diese Magenschmerzen einfach aus heiterem Himmel schon wieder, ne? Nicht so schön. Okay, auf zum nächsten Spot. 600 Meter. Ja, mir haben es tatsächlich jetzt irgendwie diese, wer weiß, was dich hier erwartet, Punkte echt richtig, richtig angetan. Achso, wir sollten vielleicht nochmal eine Runde speichern. Ich will mal wieder in irgendeinen Bug reinrennen. Amateurdiebe. Regina. Hey, hey. Kleiner Job für dich. Okay. Maelstrom hat einen Malorian-Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt. Geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van. Soll heißen, du beklaust ein paar Diebe. Mehr Infos findest du im Anhang. Aber das ist nicht der Punkt, wo wir hinwollen, ne? Es ist nicht der Punkt, wo wir hinwollen. Okay, ich bleibe jetzt tatsächlich mal dabei. Ich wollte zu diesem Punkt. Ich möchte zu diesem Punkt. Aber hier ist auch echt tot, ne? Ist wirklich so eine richtig tote Gegend. Wobei das schon wieder geil aussieht, ne? Wir müssen auch darüber. Okay. Also, was könnte sich hier verbergen? Schon wieder, Regina. Was denn jetzt schon wieder? Hey, Maelstrom hat ein Cyberpsychoproblem. Okay. Ich will ihn lebend, also gib dir Mühe. Da drüben. Und sei vorsichtig. Maelstromer sind auch ohne Psychose irre. Blutritual. Also, sie hat noch einige Cyberpsycho-Attacken für uns. Aber ich will wissen, was da hinten ist. Am Hafen, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir hier schon waren. Nein! Nein! Verdammt nochmal! Nein. Nein! Fick dich ins Knie, okay? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Geraten. Dieses Jucken. Soll das jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Es ist doch nur Stahl. Ganz ruhig. Vergiss deine Seele. Du musst seine retten. Für welche jetzt? Hilfe! Hilf was ist passiert? Doch. Deine Implantate sehen etwas unfertig ja, aus. Ja, irgendwie. Unfertig oder nicht? Spielt keine Rolle. Ein Biku entehrt seinen Körper nicht mit Cybermodifikationen. Es ist gegen den Pratimoksha. Das alles, obwohl sie davon wussten. Für mich gibt es kein Zurück. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Oha. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Oh ja, richtig schlimm vergewaltigt. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Oh mein Gott, wie grausam. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Okay, ich helfe. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann.
Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönch in Not. Das sollte in deine Heldensage kommen. Als Was Maul. Was willst du machen? Im Schneidersitz meditieren, bis sie tot umfallen? Fall doch selbst tot um. Nicht du, er! Er hat das bestimmt jetzt persönlich genommen. Aber guck mal, wie krass vernarbt das ist. Eieieiei, okay. Rette den Mönch. Losing my religion. Weißt du, du könntest dich auch mal unsere Probleme kümmern, statt jedem Idioten zu helfen, der dir über den Weg läuft. Aber weil du das arme Mönchlein ja so dringend retten willst, schaff deinen Arsch zum Lagerhaus. Vielleicht erwischst du ihn ja noch, ehe sie ihn in seine Einzelteile zerlegen. Bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie du es machst. Auf die sanfte, ich tanze meinen Namen Art oder mit der Betonbirne durch die Wand. Oh mein Gott, guck mal. Ich sehe gerade, dass wir hier jetzt schon 60% haben. Und hier haben wir 90%. Also ich muss wahrscheinlich auch so ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt die Sachen nicht komplett verlieren, bevor wir mit der Hauptquest, weißt du, wie ich meine, vorbei sind. Weil wir haben ja verschiedene Enden. Ich darf wahrscheinlich auch nicht zu lange warten, bis ich mich der Hauptquest weiterbegebe. You know? Ist jetzt gerade so eine Überlegung, die mir kam. Diese da? Vielleicht. Warte. Sie haben so romantisch auf der Couch gesessen. Gillian. Wenn du wüsstest. Meinst du, ich kann hier hoch? Weiß nicht. Ich wäre gespannt. Also, die standen doch letztens immer, also die standen doch letztens hier schon vor ganz vielen Folgen. Okay, hier rüber. Ins Knie. Autsch. Aua. Pass auf, wir können doch. Na, wobei. Jetzt wird gemacht. Hier halten sie unseren heiligen Bruder also fest. Bestimmt gleich wieder Übergepäck. Ich sehe das doch. Kennst du mein Lieblingsspiel? Kopfschlagen! Es versteckt sich in meinem Grab. Bitte, ich will das nicht. Hey, na?
Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Ich rette dich. Was ist passiert? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombudders gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf dem Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieb. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Ja, sicher. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihnen aus dem Weg. Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahren zu lernen. Leben Mönche nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die die ältesten Lehren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Ja. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier. Auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, Geld, der nun gerettet werden muss. Nun sieh mal einer an. Wenn du so ungern tötest, hättest du vielleicht Mönch anstatt einer Mördermaschine. Warum? Ich töte doch! Töten ist nicht die Antwort auf alles. Wenn du die Welt wirklich ändern willst, hat das immer einen hohen Preis. Und diese Chromficker, glaubst du, die haben all die ganze Tech mit einem Ohm herbeigebetet? Sie scheinen ja mehr als genug zu haben, wenn sie es sogar Mönchen andrehen wollen. Gut, ich habe aber hier was entdeckt. Das haben wir schon gelesen. Wir haben mal wieder Übergepäck. Und hier noch ein Levelaufstieg. Pass auf, also warte mal, wir gehen erstmal hier rein. Daran erkennst du, gleich ist vorbei. Sie stirbt. Sie kann nicht mehr. Kleinvieh macht mal ist. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ja, wir nähern uns den 100.000. Hier ist nix und eine Nachricht. Ewige Jugend. Okay, Spam-Mail. Oh, ich dachte gerade, wer läuft denn jetzt? Aber er läuft jetzt, okay, andächtig hinfort. Ja gut, mach's gut. Pass auf dich auf. Gefangen im Maelstrom? Ich stehe mitten im Totentanz mit weichen Knöcheln, umklammere ich einen Achilles M179E. Nur Sekunden vor dem Angriff wurde mir das Gewehr in die Hand gedrückt. Gesicht, Arme und meine Sündlederjacke triefen von Blut und Hirnmasse des Psychos, den ich gerade abgeknallt habe. Mein Kontaktmann, ein 30-jähriger Maelströmer mit grünem Iro, klopft mir auf die Schulter. Alter Phil, du hast das echt drauf, sagt er anerkennend. Hab dich für eine Pussy gehalten, aber du hast scheinbar doch ein paar starre Eier in der Hose. Und keine Sorge wegen dem Schrotthaufen. Wenn du nicht wenigstens 20 Leichen herumliegen, ist es keine echte Maelström-Party. Was als ohnehin beunruhigendes Erlebnis begann, hat sich zur Katastrophe entwickelt. Die anderen Maelströmer machen sich weiter über mich lustig, aber zwischen all den verzerrten Stimmen erahne ich einen anerkennenden Tonfall. Der Iro-Kontaktmann schlägt sogar vor, dass sie mir eines ihrer unverwechselbaren, rudimentären Implantate einbauen. Glücklicherweise haben sie dabei nicht ihre abgefahrene Optik im Sinn. Also stimme ich zu. Meine Beliebtheit wächst. Vergiss es, so leicht kriegst du keine Maelström-Fresse, sagt der Mann lachend. Diese Tech kriegen nur Novizen. Wir holen ihnen die Augen raus und schälen ihnen die Haut ab. Keine Betäubung. Wer überlebt, ist dabei. Nun, da die Atmosphäre entspannter ist, frage ich, ob die Gerüchte wahr sind.
Nehmen Sie wirklich Mordaufträge an? Mein Kontaktmann nickt begeistert. Scheiße, na klar, das bringt gutes Geld und es verpasst der Kampfmoral einen ordentlichen Schub. Du weißt ja, Maschinen haben nichts mit Gefühlen am Hut. So leben wir auch. Solche Aufträge sorgen dafür, dass all die schleimigen Gefühle rausgespült werden, die wir noch in uns haben. Letztens wurde ein Kerl ganz weinerlich, nur weil wir uns einen kleinen Hosenscheißer geholt haben. Ich habe ihm gesagt, Alter, zieh dir lieber ein paar Suppressor-BDs rein, sonst pustet dir der Boss den Kopf weg. Der Idiot hätte auf mich hören sollen. Während ich seinen Anekdoten lausche, erkenne ich, dass Amüsement offenbar nicht zu den unerwünschten Emotionen gehört. Also frage ich mich Folgendes. Haben Maschinen Humor? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist hier die Frage. Teenager verstehen. Ja, das ist was, das fragen sich wahrscheinlich viele. Teenagerjahre sind die wohl schwierigste Zeit im Leben eines Menschen. Die Hormone spielen verrückt und in all der Verwirrung muss man auch noch herausfinden, wer man eigentlich ist. Das ist der Punkt, an dem Teenager anfangen, außerhalb der eigenen Familie nach Respektpersonen zu suchen. Im eigenen Umfeld oder auch bei Prominenten oder Rockerboys und sogar Fixern und Söldnern. Um von einem Teenager als Respektperson akzeptiert zu werden, brauchen sie nicht viel mehr als einen eigenen Stil, eine Attitüde, die das System kritisiert und das Wichtigste. Sie müssen den Teenager davon überzeugen, dass sie und nur sie die Welt durchschauen. Was für Blödsinn. Teenager heißt ja nicht blöd. Aber gut, lassen wir das. Geht's hier weiter? Das ist alles noch geschlossene Halle, ne? Verrückt. Aber hier ist es immer wieder so dunkel wie im Kuharsch. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, das war jetzt doch irgendwie eine spannende Mission, mit der ich so jetzt gar nicht gerechnet hätte. Oh, pass auf, lass uns mal nach oben gucken. Hier kommt man doch noch hoch. Ehe ich wieder irgendwas nicht finde, was sich vielleicht lohnen würde, aber ich glaube, hier ist nichts. Ne, ich glaube, hier ist nichts. Ich weiß, das waren jetzt mal ein paar entspannte Missionen. Aber auch das muss mal sein. Okay, wir latschen raus. Wir gucken nochmal bei dem Mönch vorbei. Das interessiert mich. Aber saß er da immer schon? Vielleicht sagt er ja noch irgendwas. Von wegen Dankeschön oder irgendwie sowas. Was ist passiert? Hast du meinen Bruder gefunden? Ist er hier nicht angekommen? Ja. Natürlich habe ich ihn gefunden. Es geht ihm gut. Er muss sich nur etwas ausruhen. Danke. Das Universum wird dich für deine guten Taten... Das hoffe ich. Aber genauso gute... Ich habe den einfachen Emotionen abgeschworen. Aber ich bin erleichtert, dass er unverletzt ist. Okay, ich glaube, das war's. Ja gut, Ladies und Gentlemen. Wie wir dann das nächste Mal weitermachen, das werden wir das nächste Mal sehen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und würde mich sehr freuen... wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.